Herzlich willkommen beim SV Hermesdorf. Auf dem Platz spielen wir noch in der Kreisliga C auf Asche, aber in der Kabine sind wir Champions League. Schönste Kabine Deutschlands, ja. Wir haben schöne Handtücher, Trikots, nein, aber Spaß auf Seite, die Bänke. Alles per Hand gemacht. Unser Fernseher, worauf in Zukunft unsere Formation, Taktik vom Trainer gemacht wird. Die neue Musikanlage, die Lichter oben wie unten, auch verstellbar. Natürlich in unseren Farben, blau. Ja, das ist wirklich das Feeling Bundesliga. Die Spieler kommen sonntags, haben Spaß auf den Platz zu gehen. Die kommen in eine Kabine. Ich hatte gestartet mit ein paar Entwürfen. Das Ganze haben wir einfach mal in der Gruppe präsentiert. Und die Reaktionen waren eigentlich klar. Das war gespottet. Es war einfach nur eine Lachnummer erstmal, weil keiner konnte sich wirklich vorstellen, dass wir in der Kreisliga C überhaupt ansatzweise so eine Kabine hinkriegen würden, wie es in den ersten Entwürfen überhaupt war. Ein cooles Feature, was wir euch jetzt hier zeigen wollen, was wir leider jetzt noch nicht nutzen können, weil ja gar keine Spiele oder Trainings stattfinden, ist gerade der Fernsehen, der es nicht wirklich einfach nur zum Spaß reingekommen ist, um einfach die Jungs zu bespaßen, sondern darüber wird jetzt wirklich die Trainingseinheit selber geplant, Taktiken, Formationen, gerade sonntags für Spiel, mega cool. Wir haben keine 0815 Tafel mehr, wo der Trainer wirklich die Sachen hin und her schiebt, sondern der Trainer ist mittlerweile so organisiert, dass er die Aufstellung samstags freigibt und wir theoretisch sonntags vorm Spiel die Aufstellung sehen können. Wir hatten eine Mega-Welle am Anfang, gerade mit den Sponsoren. Wir wurden mit Kusshand genommen. Das Projekt ist so gut angekommen bei wirklich jedem Sponsor. Bis am Anfang mit dem Holz, da hat man wirklich erstmal Schwierigkeiten, überhaupt einen festen Partner dazu zu bekommen. Eigentlich tun mir die ganzen Profis ja wirklich leid, spielen in ihren Riesenstadien, Mordsgehalt, aber bei uns im Oberberg der Nabeo dürfen sie sich halt nicht umziehen.